Sizilien und Sardinien ist Zypern die drittgrößte Insel im Mittelmeer. Geografisch gehört Zypern zu Asien, politisch und kulturell wird es jedoch zu Europa gezählt. Auf knapp 10.000 Quadratkilometern leben 1,2 Millionen Menschen. Immer schon bildete die Insel die Schnittstelle zwischen den Kontinenten Europa, Asien und Afrika. Über die Jahrtausende wurde Zypern von den unterschiedlichsten Völkern geprägt, die ihre Spuren auf der Insel hinterließen. Die erste ständige Besiedlung Zyperns erfolgte in der Jungsteinzeit ab dem 9. Jahrtausend vor Christus. Wenige Kilometer östlich von Kyrenia wurden Rundhäuser von durchschnittlich 14 Quadratmetern Grundfläche freigelegt. Sie hatten eine Feuerstelle und Bänke in den Wänden. Die dort gefundenen Gegenstände stammen aus der Zeit um 4000 vor Christus. Die Kupfervorkommen auf Zypern waren einst so bedeutend, dass der lateinische Name für das Metall vom Wort Zypern abgeleitet ist. So entstanden in der ausgehenden Bronzezeit die ersten bedeutenden Handelsstädte. Eine davon ist Salamis, deren Gründung in das Jahr 1200 vor Christus fällt. Seit dieser Zeit war Salamis für die nächsten 1000 Jahre die wichtigste Stadt Zyperns. 332 vor Christus schlossen sich die 12 zyprischen Königreiche Alexander dem Großen an. Zypern wurde griechisch. In der Burg von Kyrenia ist ein antikes Schiff ausgestellt, welches damals im Levantischen Meer versank. Beladen war es überwiegend mit Weinamphoren. Der Fund beweist die rege Handelstätigkeit in hellenistischer Zeit. 58 vor Christus gelangte die Insel unter römische Herrschaft. Neben Kupfer und Silber waren die dichten Wälder für die Römer wichtig, da deren Holz zur Verhüttung der Metalle und zum Bau von Schiffen benötigt wurde. Um 45 nach Christus landeten Paulus und Barnabas in Salamis, sodass Zypern zu den ältesten christlichen Ländern zählt. Griechen und Römer erweiterten die bestehenden Siedlungen zu prachtvollen Städten. Das für die Seefahrt günstig in der Bucht von Famagusta gelegene Salamis hatte in seiner Blütezeit mindestens 100.000 Einwohner. Wahrzeichen sind die Marmorsäulen des Gymnasiums. Das römische Theater hatte 50 Sitzreihen, auf denen 15.000 Besucher Platz fanden. Von den ursprünglichen Kalksteinverblendungen der Sitze sind an den unteren Reihen noch Reste erhalten. Bei allen römischen Thermen sind die architektonische Gestaltung und die ausgefeilte Technik beeindruckend. So auch in Salamis. Reste von Wandmosaiken und Freskenfragmente, mit Marmor ausgelegte Böden und Überbleibsel der Heizungsanlage geben einen Einblick in die römische Badekultur. Auf der gegenüberliegenden Seite Zyperns lag die antike Stadt Soli, die erstmals um die Mitte des 7. Jahrhunderts vor Christus schriftlich erwähnt wird. Eine fruchtbare Landschaft, hohe Gewinne aus den benachbarten Kupferminen und ein sicherer Hafen waren die Grundlage, die Soli in den Rang eines bedeutenden Stadtkönigreichs aufsteigen ließen. Angelehnt an einen Hügel liegt die Rekonstruktion des römischen Theaters. Bereits am Ende der Antike verlandete der Hafen von Soli und der Niedergang der Stadt begann. Mit der arabischen Eroberung im Jahr 634 erläuft das Leben in der Stadt endgültig. Glanzstück Solis war die im 4. Jahrhundert erbaute und zwei Jahrhunderte später vergrößerte Basilika. Zwei Reihen mächtiger Steinsäulen trennten das Hauptschiff von den Seitenschiffen.
Von der einst prachtvollen Ausstattung zeugen die Mosaike mit Blumen- und Tiermotiven, so Mosaike mit geometrischen Mustern. Nach der Reichsteilung in Ost- und Westrom fiel Zypern an Ostrom, das spätere Byzanz. Aber bereits im Jahr 480 erkannte die Synode von Konstantinopel Zypern als eigenständige Kirche an. Hintergrund war folgende Begebenheit. Der Apostel Barnabas soll Zyperns Erzbischof Anthemius erschienen sein, wobei er die Lage seiner Grabstätte nannte. Und tatsächlich fand man dort einen Leichnam, auf dessen Brust eine Abschrift des Matthäusevangeliums ruhte. Der Fund der Grabstätte des Apostel Barnabas gab den zyprischen Christen die Anerkennung als eigenständige Kirche. Unverzüglich errichtete man am Fundort ein Gotteshaus. Das Gebäude, welches wir heute sehen, ist allerdings eine Rekonstruktion aus dem 18. Jahrhundert. Hundert Meter östlich der Kirche soll sich das Grab von Barnabas befunden haben. Heute steht hier eine Kapelle aus dem Jahr 1953. Am östlichsten Zipfel Zyperns liegt das Andreaskloster. Dort erlitt der Legende nach der Apostel Andreas auf seiner Reise nach Kleinasien Schiffbruch. Nachdem sich alle an Land hatten retten können, schlug Andreas mit einem Stock auf einen Felsen. Eine Quelle tat sich auf und die Schiffbrüchigen hatten Trinkwasser. Im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich die Quelle zu einem Wallfahrtsort und spätestens im 12. Jahrhundert stand hier ein erstes befestigtes Kloster. Die heutige Kirche und Klosterbauten stammen aus den Jahren 1865 bis 67. In der Antike hieß das heutige Larnaca Chiton. Die Legende erzählt, dass Lazarus, der Bruder von Maria und Martha, das Christentum nach Chiton brachte. Jedenfalls würde es die Kirche im Mittelpunkt der Stadt nicht geben, hätte man hier nicht um das Jahr 890 einen Sarg mit der Aufschrift Lazarus gefunden. Viel sehenswerter als das Innere ist das Äußere der im 10. Jahrhundert erbauten Kirche. Gegen die Zahlung eines hohen Lösegeldes konnten die Christen nach der islamischen Eroberung die Umwandlung in eine Moschee abwenden. Die Franken bauten den Glockenturm, denn die orthodoxe Kirche kennt nur kleine Glockengiebel. Von den vielen Klöstern auf Zypern sei noch das Mamaskloster in Gützeljod erwähnt. Mamas soll hier im 12. Jahrhundert als Einsiedler in einer Höhle gelebt haben. Weil er keine Steuern zahlen wollte, wurde er von Soldaten verhaftet. Auf dem Weg nach Nikosia trafen sie auf einen Löwen, der ein Lamm töten wollte. Mamas rettete das Lamm und betrat die Stadt auf dem Rücken des Löwen, wobei er das Lamm in seinen Armen trug. Die aus dem 18. Jahrhundert stammende Kirche des Mamasklosters ist mit einer Seitenwand direkt über dem Sarg Mamas gebaut. Innen ist der Sarg mit vielen Votivgaben geschmückt. Die Ikonostase der Kirche stammt aus dem 15. Jahrhundert. Auf Zypern braucht offenbar jedes Kloster eine Gründungslegende, so auch das Thekla-Kloster. Der Legende nach wurde Helena, die Mutter Konstantins, und ihre Gefährten auf einer Reise sehr durstig. Helena betete zu Gott und sofort überflutete Wasser die Erde. Dies soll sich genau dort ereignet haben, wo heute das Thekla-Kloster steht. Bis heute fließt Wasser aus der Quelle, von dem man glaubt, es könne Krankheiten heilen. Nach einer wirren Zeit, in der abwechselnd Araber und Byzantiner die Insel beherrschten, war die Zeit der Lusignan vergleichsweise stabil. Im Rahmen der Kreuzzüge in den Besitz der Insel gekommen, hatte dieses fränkische Geschlecht ab dem Jahr 1192 für drei Jahrhunderte das Sagen.
Das wohl bedeutendste Symbol ihrer Herrschaft ist die Burg von Hilarion. Schon im 9. Jahrhundert wurde an dieser Stelle ein Kloster errichtet, benannt nach dem heiligen Hilarion, der um das Jahr 300 lebte. Dieser war einer der Begründer des christlichen Mönchswesens im Orient. Er verbrachte seine letzten Jahre als Eremit in einer Höhle im Fünffingergebirge. Um 1100 ersetzte man das Kloster durch eine Wehranlage, strategisch bedeutend auf einem steilen Kalkfelsen hoch über Kyrenia gelegen. Die Lusignan bauten die Anlage großzügig aus. Einerseits militärisch als Rückzugsort für Feinden, andererseits luxuriös als kühle Sommerresidenz. So paaren sich beeindruckende Wehrbauten mit schlossähnlichen zivilen Bauten zu einer eigentümlichen Mischarchitektur. Die Burg wurde nie im Kampf bezwungen, sondern nur durch Verrat oder durch Aushungern. Den höchsten Punkt der Anlage bildet der Prinz-Wien-Turm. Von hier oben hat man einen atemberaubenden Ausblick auf die Stadt Kyrenia und das Meer. Nachdem Venedig die Macht über Zypern gewonnen hatte, wurde die Burg um 1500 geschleift, um eventuellen Widerstandsnestern keine Rückzugsmöglichkeit zu bieten. Nach dem Aufstieg der Lusignan zum Herrschergeschlecht begannen die Prämonstratenser Ordensleute mit dem Bau einer großzügigen Abtei. In 100 Jahren Bauzeit entstand bis 1340 ein Meisterwerk gotischer Baukunst. Die zyprischen Prämonstratenser standen unter dem Schutz des Könighauses Lusignan, das auch beträchtliche Finanzmittel zur Verfügung stellte. Wegen der eindrucksvollen Lage nannten die Venezianer diesen Ort Bella Paese, zu Deutsch schöner Ort. Der Volksmund machte daraus Bella Pais. Kernstück der Abtei ist der Kreuzgang, der den Garten mit den vier mächtigen Zypressen umschließt. Der Kreuzgang diente den Ordensleuten nicht nur einfach als Verbindungsweg, sondern auch als Ort der Einkehr für die stille Begegnung mit Gott. Die Kirche wurde in jüngerer Zeit byzantinisch umgestaltet. Größter Raum der Anlage ist der Speisesaal. Während des Essens lauschte man dem Lektor. Mitte des 16. Jahrhunderts löste sich die Ordensgemeinschaft auf. Mit der osmanischen Eroberung Zyperns zerfiel die Abtei und wurde von der Natur malerisch überwuchert. Kaufleute und Patrizier aus Genua besaßen ab dem 13. Jahrhundert Handelsprivilegien auf Zypern. Anders als die Republik Venedig verfügten die Genuesen aber nicht über eine schlagkräftige Kriegsmarine, sodass sie ihren Besitz nicht absichern konnten. So fiel Zypern nach einigen Wirren im Jahr 1489 letztlich an Venedig. Venezianische Statthalter waren es, die Famagustas imposante Befestigungsanlagen errichten ließen. Denn die unter der Herrschaft der Lusignan errichteten Wehrbauten konnten modernen Kanonen nicht mehr standhalten. Prominente Militärarchitekten bauten an den drei Landseiten eine zusätzliche Hinterfütterung. Vor der Mauer wurde ein 46 Meter breiter Wallgraben angelegt. Famagustas Hafenkastell soll der Ort sein, wo Shakespeare sein großes Bühnendrama Othello spielen ließ. Auch auf der Nordseite Zyperns, in Kyrenia, fanden die Venezianer eine veraltete Festungsanlage vor. Diese erweiterten sie durch schwere Rundtürme und Bastionen.
Während von der ursprünglichen, bereits im 6. vorchristlichen Jahrhundert stammenden Anlage nichts mehr erhalten ist, ist der Kern der byzantinischen Anlage aus dem 7. Jahrhundert noch weitgehend sichtbar. Dies ist ein weiträumiger Innenhof, an allen Seiten von Gebäuden umrahmt. Grausig anzusehen sind die tief in den Felsgrund getriebenen Kerker, in denen die Lusignan in Ungnade gefallene Angehörige führender Familien einem qualvollen Tod aussetzten. Die Flachdächer der Burg sind begehbar. Der Blick schweift vom Fünffingergebirge über die Dächer der Stadt Kyrenia bis zum Levantischen Meer. 1570 landeten die Osmanen auf der Insel und eroberten zunächst Nikosia. Ein Jahr später, nach langer Belagerung, fiel auch Famagusta. Venedig musste Zypern an die Osmanen abtreten. Sogleich erbauten diese die Karawanserei Büyükan im Norden Nikosias. Sie ist das älteste türkische Bauwerk auf Zypern. Karawansereien dienten damals als Herberge für Reisende. Mit ihren dicken Mauern schützen sie die Menschen, ihr Vieh und ihre Handelswaren vor Räubern. Ebenfalls in Nikosia liegt im 13. Jahrhundert erbaute Sophienkathedrale, die als Meisterwerk des gotischen Kirchenbaus gilt und mit den großen Kathedralen Frankreichs vergleichbar ist. Die Osmanen wandelten die Kathedrale in eine Moschee um. Die fehlenden Westtürme wurden als Minarette vollendet. Ein weiteres Beispiel für die Umwandlung einer Kirche in eine Moschee ist die St. Nikolaus-Kathedrale in Famagusta, die einst als zweite Krönungskathedrale der Lusignans im Jahr 1298 geweiht wurde. Die grandiose Westfassade erinnert an die Kathedrale von Reims. Das Innere der Kirche ist lichtdurchflutet, trotz der dicken Säulen und Strebepfeiler. Eine Notwendigkeit angesichts der häufigen Erdbeben auf Zypern. Um im östlichen Mittelmeer einen Stützpunkt zu haben, pachteten die Engländer 1878 Zypern von den Türken. 1960 wurde Zypern eine selbstständige Republik, ohne direkte Bindung an Griechenland oder die Türkei. Wegen der fortwährenden, auch gewalttätigen Versuche der griechischen Zyprioten, den Anschluss an Griechenland zu erreichen, besetzte die türkische Armee 1974 den Nordteil der Insel. Seitdem besteht Zypern aus einer international nicht anerkannten türkischsprachigen Republik Nordzypern und dem Rest der selbstständigen griechischsprachigen Republik Zypern im Süden.